Ja, hallo zusammen bei diesem neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein Sony-Objektiv, und zwar um dieses hier, was ich hier in der Hand halte. Dieses kleine, zierliche, leichte, handliche Objektiv handelt sich um das Sony SEL 30 mm f 3.5 Makroobjektiv. Ich habe es gekauft für die A6000 und auf besonderen Wunsch meiner Frau hin. Sie hatte den Wunsch geäußert, dass sie an manche Motive ein bisschen näher herantreten möchte, also die Distanz ein bisschen verringern wollte, und das ließ sich eben mit den Objektiven, die wir hier zur A6000 haben, also mit dem 18-105, dann mit dem 16-50 und mit dem 55-210 lässt sich das natürlich nicht bewerkstelligen, selbstredend, und deswegen musste eben dazu ein neues Objektiv her. Und ich bin dann aufmerksam geworden auf dieses hier. Es ist jetzt von der Brennweite nicht allzu weit oder nicht allzu lang mit den 30 mm. Am Crop der A6000 würde das ja 45 mm Kleinbildäquivalent bedeuten, und ist aber auch nicht zu kurz. Also Insektenfotografie, um es mal aufeinander zu bringen, Insektenfotografie mit dem Objektiv ist jetzt nicht unbedingt möglich. Sprich, die Insekten oder viele Insekten weisen ja eine gewisse Fluchtdistanz auf, und je näher man sich eben dort annähert an diese Insekten, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann eben flüchten. Und mit einem 30 mm, sprich mit einem 45 mm Objektiv, muss man schon relativ nahe ran. Aber Stillleben und solche Geschichten, also statische Motive, macht dieses Objektiv durchaus sehr, sehr schöne Fotos. Ich blende euch da einige Beispiele ein dazu, und ich würde sagen, wir schauen uns dieses Objektiv mal ein bisschen näher an. Fangen wir an mit dem Design des Objektivs. Das Objektiv ist aus dem Hause Sony gewohnt gut verarbeitet. Es sieht schön aus, muss ich sagen. Durch diese silberne Farbe macht es sogar ein bisschen einen edlen Eindruck. Es ist hier aus Metall gefertigt, Aluminium würde ich mal sagen. Dann das Bajonett, also der Bajonettanschluss, selbstverständlich auch hier aus Metall gefertigt, und das Gewicht des Objektivs, ich habe es jetzt nicht im Kopf, das Gewicht, aber es fällt sozusagen nicht ins Gewicht. Es ist sehr leichtes Objektiv und von daher kaum erwähnenswert, das Gewicht. Schauen wir uns mal die Gegenlichtblende an. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, rein optisch schon. Das ist also hier die Gegenlichtblende. Ich halte es mal so in der Kamera, und hat hier eine rechteckige, fast rechteckige Aussparung hier in der Mitte, und wird eben aufgesetzt wie eine klassische Gegenlichtblende auch und verdeckt die Linse eben, ja, zum Großteil, sage ich jetzt mal, und bei dieser Brennweite absolut ausreichend. Ich habe mit dieser Gegenlichtblende durchaus nur gute Erfahrungen gemacht hinsichtlich Streulicht und dergleichen. Ja, was gibt es noch zum Objektiv selbst zu sagen? Nicht mehr viel. Es hat also keinerlei Bedienelemente hier am Korpus. Das heißt, weder ein Schalter für AF, MF noch irgend sonst ein Schalter ist hier vorhanden. Hat natürlich auch keinen Bildstabilisator, dieses Objektiv. Fällt aber bei der Makrofotografie, möchte ich behaupten, nicht so sehr ins Gewicht, weil man entweder bei sehr hellem Licht und dann mit schnellen Verschlusszeiten arbeiten kann, oder wenn das Licht ein bisschen weniger ist, dann man eben mit Stativ arbeiten muss und dann eben länger belichten kann. Bei statischen Motiven, wohlgemerkt, in Bezug auf dieses Objektiv. Jetzt würde ich sagen, wir lassen das mal gleich weg und schließen das Teil doch mal an die A6000 an und machen uns mal rein optisch ein Bild, wie das denn ausschaut. So. Schwarz und Silber, für manchen vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man ist ja eigentlich das durchgängige Schwarz gewohnt bei den Bodies und bei den Objektiven. Gibt natürlich auch komplett silberne Kamera, silbernes Objektiv. Wäre jetzt nicht so mein Fall, rein optisch, aber tut der Funktion ja keinen Abbruch. Im Gegenteil, hier an der A6000, finde ich, schaut es ganz gut aus. Und da es meine Frau verwendet, ein bisschen ladylike vielleicht sogar. Okay, ansonsten von der Handhabung her, von der Haptik her, man merkt im Prinzip gar nicht, dass ein Objektiv jetzt an der A6000 dran ist, weil wirklich das Objektiv wiegt fast nichts. Jetzt schalte ich die A6000 mal ein, und der Autofokus dieses Objektivs arbeitet recht schnell, muss man sagen. Also er findet recht zügig sein Ziel. Und von daher gibt es nichts auszusetzen am Objektiv. Wie gesagt, nicht bildstabilisiert. Kein Wahlschalter MFAF, ist meiner Ansicht aber auch an dem Objektiv absolut nicht nötig, sondern man kommt sehr gut so zurecht. Ja, das war jetzt ein sehr kurzes Review ist hier auch ein sehr kurzes Objektiv von der Brennweite her. Und ich würde sagen, mein Schlussfazit zu diesem Objektiv: Für dieses Geld, ca. 220, 230 Euro, ist dieses Objektiv in dem Brennweitenbereich an der Sony A6000er Serie oder speziell jetzt grundsätzlich für den E-Mount-Anschluss durchaus eine Empfehlung. Und falls ihr Fragen habt zu diesem Objektiv, gerne in die Kommentare posten. Ich beantworte das wie immer gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Und wir verbleiben wie immer am Schluss eines Videos. Bis zum nächsten Video. Ciao.